Die Tür ist verschlossen. Die Fenster sind auch zu. Es ist sinnlos, so kommen wir hier nicht raus. Was ist denn das hier? Das ist ja ein Kochbuch. Was steht denn da drin? Lass uns mal reinschauen. Reis mit Kindern. Reis mit Kindern? Kinderfrikassee. Was sagst du? Tortilla mit Kindern und Banane. Hanselito, ich glaube, sie will uns auffressen. Ganz recht, meine Kleinen. Ich habe vor, euch zu verspeisen. Aber zuerst müsst ihr noch ein bisschen fetter werden. Mit dem Jungen fange ich an. Wir wollen doch mal sehen, ob wir nicht ein kleines Pummelchen aus ihm machen können. Wir Hexen haben einen enormen Hunger. Nanu, das klang wie eine Hexe. Oder war es mein schlechtes Gewissen? Mein lieber Gatte, wo steckst du denn? Ich bin ganz allein. Da kriegt man ja Angst. Oh. Happa, happa. Obsttorte und Windbeutel, Zuckerkringel und Beerentatzen. Und du sorgst dafür, dass er alles aufisst, sonst kann ich für nichts garantieren. Oh, Hanselito. Weine nicht, Gretelita. Solange ich dünn bin, passiert mir nichts. Also werde ich einfach nicht fett. Ich werde nicht den kleinsten Bissen anrühren. Ja, und wenn sie meinen Arm fühlen will, dann halte ich ihr einfach diesen Stock hier hin. Es wird schon gut gehen, Gretelita. Vertrau mir. Jeden Morgen kam die Hexe zum Käfig, um zu sehen, ob der Junge schon fetter geworden sei. Und Hanselito steckte jedes Mal den dürren Ast durch die Stäbe, um sie zu täuschen. Das war nicht besonders schwierig, denn Hexen können nur sehr schlecht sehen. Das liegt wahrscheinlich an ihrer ausgesprochen schlechten Ernährung. Hanselito, Gretelita. Die Stiefmutter, zu ängstlich, um zu ihrer kleinen Hütte zurückzukehren, hatte inzwischen den gefährlichen Fluss erreicht. Oh, hier sollte man wirklich vorsichtig sein. Der Fluss ist voll von schrecklichen Krokodilen, die mich mit einem Bissen verschlingen könnten. Ach, hoffentlich haben sie die dämlichen Kinder gefressen. Ah! Hey du, ich will deinen Arm sehen. Komm schon, Beeilung, zack, zack. Was ist los mit dir? Bist du nicht ganz bei Trost? Andere Leute würden schon aus Dankbarkeit fett werden, wenn sie so viel zu essen kriegten. Hör zu, ich habe keine Lust mehr zu warten. Heute Abend sollst du mein Hauptgericht sein, ob du nun dick bist oder dünn. Oh, bitte, Signora Susanna, bitte warten Sie nur noch einen Tag. Ich werde auch ganz fett, das verspreche ich. Ja, bitte, warten Sie bis morgen. Morgen ist er bestimmt ganz kugelrund. Zu spät. Ich fliege noch heute zum jährlichen Hexenball. Heute ist der Tag, also heizen wir den Ofen an. Ich werde es nicht zulassen. Ich werde nicht zulassen, dass sie meinen Bruder verspeist. Und? Ist der Ofen zu heiß? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Du wirst doch wohl wissen, ob in dem Ofen ein Feuer lodert. Wie soll ich das erkennen, Signora? Wie du das erkennen sollst? Wie du das erkennen? Ach, das gibt's doch nicht. Hier scheinen alle verrückt zu sein. Hör zu, du brauchst nichts weiter zu tun, als in den Ofen hineinzusehen, Capito! Mach deine Augen auf und guck in den Ofen! Pass genau auf, ich werde es dir nur ein einziges Mal vormachen! Hanselito! Hanselito! Gretelita, du hast mich gerettet! Jetzt müssen wir uns nicht mehr fürchten, die Hexe wird gerade gegrillt! Nichts wie raus hier! Hanselito und Gretelita waren wieder bei ihrem Vater. Ihr Abenteuer im Lebkuchenhaus hatte sich bald in der ganzen Gegend herumgesprochen. So kam es, dass die Leute ihr Obst und ihre Besen nur noch bei Alberto kauften und die kleine Familie nie wieder Hunger leiden musste. Tja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie auch heute noch.